Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, heute habe ich etwas Neues für Sie, und ich sage, wenn Sie etwas dazu motiviert hat, auf diese Nachricht zu klicken, dann wissen Sie, dass es kein Zufall war. Gerade jetzt steht eine große Befreiung in Ihrem Leben bevor. Meine Engel informieren Sie darüber, dass eine böse Präsenz versucht, Sie zu umgeben und Ihre Kinder zu beeinflussen, indem sie sich auf Ihre Schultern setzt. Wenn Sie dieses Unglück so schnell wie möglich beseitigen möchten, hören Sie sich diese Nachricht ohne Unterbrechung an. Der Feind hat einen Plan ausgeheckt, um ihn zu stürzen, möglicherweise noch heute. Es könnte zu spät sein, diese Nachricht zu ignorieren, und Sie werden Ihr Schicksal nicht mehr ändern können. Ich mache mir Sorgen, weil Sie an Orte gegangen sind, an die Sie nicht hätten gehen sollen, und schwere Lasten in Ihr Leben gebracht haben. Wenn Sie dies jetzt nicht durch diese Nachricht korrigieren, wird etwas Schlimmeres passieren. Abonnieren Sie den Kanal, um Ihr Leben zu verbessern und zu verstehen, dass Sie nicht allein auf dieser Welt sind. Ich werde immer bei dir sein. Ich bitte Sie, nicht zu vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit Sie das Wort Gottes empfangen und den Weg des Glaubens und der Erneuerung im Heiligen Geist weitergehen können. Hinterlassen Sie Ihr Like, wenn Sie ein Leben voller Segen wünschen. Heute offenbare ich, mein Sohn, dass du einen schweren Fehler gemacht hast und dass du ihn hinter dir lassen musst, sonst wird er deine Träume beeinträchtigen. Ich möchte ihn retten. Kommentieren Sie 1919, um Ihre erste Bestellung aufzugeben und neue Segnungen zu genießen. Meine Engel sagen, dass jemand gegen Sie und Ihre Familie ist, aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Der Feind versucht, deinen Glanz auszulöschen, aber er wird es nicht schaffen. Ich zeige, dass Sie das Ruder herumreißen und Ihrer Familie finanziellen Erfolg bescheren können. Sprechen Sie Ihre Stimme und seien Sie Teil dieser Präsenz, die Ihre spirituellen Ergebnisse hervorheben wird. Ich rate Ihnen, zusätzlich zur Beschwerde auch zu handeln. Wenn du mein Wort predigst, werden die Dinge auf deine Weise gut fließen. Meine Engel warnen, solange ihr im Irrtum bleibt und in Sünden ertrinkt, werdet ihr Tränen vergießen. Falsche Freundschaften sind die Wurzel ihrer Probleme. Schreiben Sie 5959, um siegreich zu sein und darauf zu vertrauen, dass ich bei Ihnen bin. Ich möchte mich von einem großen Übel lösen, das versucht, in Ihr Leben einzudringen. Teilen Sie diese Nachricht mit mindestens 4 Personen, um sich zu befreien. Ich werde alles beseitigen, was in Ihrer Familie Zerstörung verursacht, und Ihnen Ausdauer und Segen bringen. Meine Engel warnen dich zum letzten Mal vor jemandem aus der Vergangenheit, der versucht, zurückzukommen, um dich erneut zu beneiden. Unterschätzen Sie die Situation nicht, denn diese Person hat sich nicht verändert und könnte Komplikationen in ihr Leben bringen. Ich bin Liebe und Gerechtigkeit. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, bezahle ich gemäß meinem Gesetz, aber wenn du mitfühlende Entscheidungen triffst, kannst du gesegnet werden. Kommentieren Sie 3737, damit sich Segnungen verbreiten, spirituellen Frieden finden und jeden Sturm überwinden können, den der Feind Ihnen in den Weg zu legen versucht. Wenn Sie diesem Wort vertrauen, schreiben Sie 5858, um zu bitten, dass der Feind fällt und dass seine größten Klippen ihn nicht erreichen. Ich bin barmherzig und werde deinen Namen retten. Meine Engel warnen, dass sie in der ersten Woche des Jahres 2025 möglicherweise mit einer Finanzkrise konfrontiert werden. Ignorieren Sie diese Nachricht nicht, um sie zu vermeiden. Teilen und hinterlassen Sie ihr Gefällt mir. Der Feind versucht, dich niederzuschlagen, aber sei stark. Wenn Sie Teil der letzten Berufung sind, wird all dies in Ihrem Leben enden. Ich enthülle, dass es jemanden gibt, der eine Säule in deinem Unglücklichsein ist und negative Energien mit sich bringt. Sich von dieser Person zu entfernen, wird Lösungen für ihre Probleme bringen. Meine Engel sehen eine Vision, in der ein Freund dich morgen verraten könnte. Wenn sie ein gläubiger Mensch sind, entfernen sie diese Freundschaft und erhalten sie Segen.
Ich möchte ein besseres Leben für dich. Kommentar 4545, um inneren Frieden zu erlangen und Leiden zu überwinden. Ich werde Wohlstand in ihr Leben bringen. Das Hören der Botschaften meiner Engel kann ihr Leben verändern. Jesus möchte dich glücklich und gesund sehen, aber der Feind versucht, dich zu zerstören. Wählen Sie Ihren Weg mit Bedacht. Ich enthülle ein neues Gefühl für Sie und Sie müssen die Entscheidung treffen, die Aufmerksamkeit dieser Person zu erregen. Genieße dein Leben, denn die Zeit ist knapp. Meine Engel warnen, dass diejenigen, die diese Botschaft ignorieren, einen hohen Preis zahlen werden. Kommentieren Sie 4949, um Reichtum zu erfahren und weise zu sein. Ich warne Sie vor einer rachsüchtigen Frau, die Probleme in Ihrem Arbeitsleben verursachen kann. Hören Sie bis zum Ende zu, um Ärger zu vermeiden. Wisse, dass ich dich an die Hand nehme und dass ich dich nicht gehen oder fallen lassen werde, selbst wenn der Feind versucht, dich abzulenken. Ich möchte, dass Sie Ihre Reise mit Freude beginnen und sich von meinem souveränen Plan gesegnet und inspiriert fühlen. Gönnen Sie sich ein Lächeln auf Ihrem Gesicht, das Frieden, Freude und Aufrichtigkeit widerspiegelt. Die Vergangenheit existiert nicht mehr. Erlaube mir, die Schuld, die Konflikte, die Reue und die Trauer auf mich zu nehmen. Gehen Sie vorwärts und schauen Sie nicht zurück. Vergessen Sie die Fehler, die Sie zuvor gemacht haben, die schlechten Freundschaften und die schrecklichen Entscheidungen, die Sie getroffen haben. Quälen Sie sich nicht damit, sich daran zu erinnern, denn niemand wird mehr darauf Rücksicht nehmen. Ich werde dir ein neues Herz und ein neues Leben schenken. Das muss man glauben und akzeptieren. Betrachte dich selbst mit Wertschätzung und Liebe. Schreiben Sie, dies ist das Ende und der Anfang, halten Sie sich von denen fern, die Ihre Vergangenheit kennen, und verurteilen Sie weiterhin. Versteh ein für allemal, dass Sie niemals akzeptieren werden, dass ich dir vergeben und dir eine neue Chance gegeben habe, zu leben und glücklich zu sein. Suche neue Freundschaften. Ich werde neue Menschen auf deinen Weg bringen. Ich möchte sie reichlich segnen und sie nutzen, um ihrer Familie und vielen anderen Segen, Versorgung und Freude zu bringen. Aber um dies zu erreichen, müssen sie vergangene Niederlagen vergessen und von ganzem Herzen an die immense Liebe glauben, die ich für sie empfinde. Zweifle nie daran, dass ich dich liebe. Wenn sie das glauben, wird es ihnen gut gehen. Ich sage dies voller Sehnsucht, und alles Gute, das in deine Hände gelangt, wird sich vervielfachen und gesegnet werden. Zweifle nicht daran. Konzentrieren Sie sich nicht auf Ihre Fehler und Schwächen. Kommentieren Sie 4848, um dies zu erreichen. Wenn du voll und ganz an mich glaubst, glaube auch an meine Vergebung. Wenn Sie den vollen Segen sehen möchten, achten Sie nicht auf den Ankläger, hören Sie nicht auf Kritik oder Verleumdung und lassen Sie nicht zu, dass die Worte des Neiders Ihre Zukunft ruinieren. Spüren Sie, wie meine Hand Ihr Herz berührt, anstatt von Angst und Furcht erfüllt zu sein. Erfülle dich mit Freude, Frieden, Hoffnung, Glauben und Vertrauen. Ich werde Freude in dein Leben und Lob auf deine Lippen bringen. Dein Leben wird anders sein und dein Segen wird vom Himmel kommen. Fülle wird zu ihnen nach Hause kommen und sie werden frei von Schulden und Fehlern sein, die ihren Finanzen schaden. Kommentar 7474. Wenn sie an mich glauben, hören sie auf meine Worte und schauen sie sich mit den Augen des Glaubens um. Seien sie sensibel gegenüber offenen Türen und Möglichkeiten. Schätze und behandle diejenigen gut, die deinen Weg kreuzen, denn ich werde dich segnen und dir auf überraschende Weise dienen. In schwierigen Zeiten wirst du aufstehen und mit meiner Kraft durch die Dunkelheit leuchten. Du wirst Zeuge meiner Größe sein. Lass mich dir ein Geheimnis verraten, viele meiner Söhne und Töchter haben diese Worte gehört, aber nicht alle glauben mir. Manche lehnen ab, was ich ihnen gebe, und liefern Vorwände. Sie glauben lieber denen, die sie in Elend, Sünde, Schmerz und Traurigkeit versklavt sehen wollen.
Sie lehnen meine Segnungen ab. Ich habe etwas Neues für dich. Wenn sie etwas motiviert hat, auf diese Nachricht zu klicken, wissen sie, dass sie sich nicht geirrt haben. In ihrem Leben steht eine große Befreiung bevor. Meine Engel informieren sie darüber, dass eine böse Präsenz versucht, sie zu umgeben und ihre Kinder zu beeinflussen, indem sie sich auf ihre Schultern setzt. Wenn sie dieses Unglück so schnell wie möglich beseitigen möchten, hören sie sich diese Nachricht ohne Unterbrechung an. Der Feind hat einen Plan ausgeheckt, um ihn zu stürzen, möglicherweise noch heute. Das Ignorieren dieser Nachricht könnte zu spät sein und sie werden nicht in der Lage sein, ihr Schicksal zu ändern. Ich mache mir Sorgen, weil sie an Orte gegangen sind, an die sie nicht hätten gehen sollen, und schwere Lasten in ihr Leben gebracht haben. Wenn sie dies jetzt nicht durch diese Nachricht korrigieren, wird etwas Schlimmeres passieren. Ich verrate ihnen, dass sie einen schwerwiegenden Fehler gemacht haben und ihn hinter sich lassen müssen, sonst wird er ihre Träume beeinträchtigen. Ich möchte ihn retten. Kommentieren Sie 3939, um Ihre erste Bestellung aufzugeben und neue Segnungen zu genießen. Meine Engel sagen, dass jemand gegen Sie und Ihre Familie ist, aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Der Feind versucht, deinen Glanz auszulöschen, aber er wird es nicht schaffen. Ich zeige, dass Sie das Ruder herumreißen und Ihrer Familie finanziellen Erfolg bescheren können. Abonnieren Sie den Kanal, um Ihr Leben zu verbessern und zu verstehen, dass Sie nicht allein auf dieser Welt sind. Ich werde immer bei dir sein. Sie müssen die richtigen Entscheidungen treffen und Ihr Gefällt mir hinterlassen, um Positivität anzuziehen und Negativität aus Ihrem Leben zu entfernen. Sprechen Sie Ihre Stimme und seien Sie Teil dieser Präsenz, die Ihre spirituellen Ergebnisse hervorheben wird. Ich rate Ihnen, zusätzlich zur Beschwerde auch zu handeln. Wenn du mein Wort predigst, werden die Dinge auf deine Weise gut fließen. Meine Engel warnen, solange ihr im Irrtum bleibt und in Sünden ertrinkt, werdet ihr Tränen vergießen. Falsche Freundschaften sind die Wurzel ihrer Probleme. Schreiben Sie 5959, um siegreich zu sein und darauf zu vertrauen, dass ich bei Ihnen bin. Ich möchte mich von einem großen Übel lösen, das versucht, in Ihr Leben einzudringen. Teilen Sie diese Nachricht mit mindestens 4 Personen, um sich zu befreien. Ich werde alles beseitigen, was in Ihrer Familie Zerstörung verursacht, und Ihnen Ausdauer und Segen bringen. Meine Engel warnen dich zum letzten Mal vor jemandem aus der Vergangenheit, der versucht, zurückzukommen, um dich erneut zu beneiden. Unterschätzen Sie die Situation nicht, denn diese Person hat sich nicht verändert und könnte Komplikationen in ihr Leben bringen. Ich bin Liebe und Gerechtigkeit. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, bezahle ich gemäß meinem Gesetz, aber wenn du mitfühlende Entscheidungen triffst, kannst du gesegnet werden. Kommentieren Sie 3737, damit sich Segnungen verbreiten, spirituellen Frieden finden und jeden Sturm überwinden können, den der Feind Ihnen in den Weg zu legen versucht. Ich bin derjenige, der diejenigen segnet, die meine volle Präsenz suchen und zufrieden bleiben. Nicht alles, was glänzt, ist gut. Der Feind nutzt Lügen und momentane Wünsche, um zu verfluchen. Wende dich davon ab, damit ich dich in einen neuen Menschen verwandeln kann. Hören Sie auf meine Engel, die ich Ihnen gesandt habe, um Ihnen zu raten, machen Sie nicht den Fehler zu glauben, dass Sie alles alleine schaffen können. Teilen Sie die Segnungen, die ich Ihnen gebe, mit Ihrer Familie und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Zukunft besser sein wird als die Vergangenheit. Ich bin immer an deiner Seite. Vergeben Sie, umarmen Sie, zeigen Sie Hoffnung und die richtige Einstellung, um spirituelle Werte anzusammeln. Ich warne Sie, dass Ihr Leben in großer Gefahr sein könnte, weshalb Sie auserwählt wurden, diese Botschaft zu hören und Erlösung zu finden. Ignorieren Sie diese Warnung nicht, um schlechte Nachrichten zu vermeiden. Wenn Sie meinem Wort vertrauen, schreiben Sie 5858 und bitten Sie darum, dass der Feind fällt und die größten Gefahren sie nicht erreichen.
Ich, der barmherzige Gott, werde deinen Namen retten. Meine Engel warnen, dass sie in der ersten Woche des Jahres 2025 möglicherweise mit einer Finanzkrise konfrontiert werden. Ignorieren Sie diese Nachricht nicht, um dies zu vermeiden. Teilen und hinterlassen Sie Ihr Gefällt mir. Der Feind versucht, dich niederzuschlagen, aber sei stark. Wenn Sie Teil der letzten Berufung sind, wird all dies in Ihrem Leben enden. Ich enthülle, dass es jemanden gibt, der eine Säule in deinem Unglücklichsein ist und negative Energien mit sich bringt. Wenn Sie sich von dieser Person entfernen, werden Ihre Probleme gelöst. Meine Engel warnen, dass diejenigen, die diese Botschaft ignorieren, einen hohen Preis zahlen werden. Kommentieren Sie 4949, um Reichtum und Weisheit zu erfahren. Ich warne Sie vor einer rachsüchtigen Frau, die Ihnen im Berufsleben Probleme bereiten kann. Hören Sie bis zum Ende, um Stress zu vermeiden. Wisse, dass ich dich bei der Hand nehme und dich weder gehen noch fallen lassen werde. Auch wenn der Feind versucht, sie in die Irre zu führen, möchte ich, dass sie ihre Reise mit Freude beginnen und sich von meinem Plan gesegnet und inspiriert fühlen. Gönnen Sie sich ein Lächeln auf Ihrem Gesicht, das Frieden, Freude und Aufrichtigkeit widerspiegelt. Die Vergangenheit existiert nicht mehr. Lass mich die Schuld, die Konflikte, die Reue und die Trauer auf mich nehmen. Gehen Sie vorwärts und schauen Sie nicht zurück. Vergessen Sie die schlechten Schritte, die Sie zuvor unternommen haben, die schlechten Freundschaften und die schrecklichen Entscheidungen, die Sie nicht mehr quälen. Sie werden in der Vergangenheit bleiben. Quälen Sie sich nicht damit, sich an sie zu erinnern, denn niemand sonst wird sie berücksichtigen. Ich werde dir ein neues Herz und ein neues Leben schenken. Das muss man glauben und akzeptieren. Betrachte dich selbst mit Wertschätzung und Liebe. Schreiben Sie, dies ist das Ende und der Anfang. Halten Sie sich von denen fern, die Ihre Vergangenheit kennen, und verurteilen Sie weiterhin. Verstehe, dass Sie niemals akzeptieren werden, dass ich dir vergeben und dir eine neue Chance gegeben habe, zu leben und glücklich zu sein. Suche neue Freundschaften. Ich werde neue Menschen auf deinen Weg bringen. Ich möchte sie reichlich segnen und sie nutzen, um ihrer Familie und vielen anderen Segen, Versorgung und Freude zu bringen. Aber um dies zu erreichen, müssen sie ihre vergangenen Niederlagen vergessen und von ganzem Herzen an die immense Liebe glauben, die ich für sie empfinde. Zweifle nie daran, dass ich dich liebe. Wenn sie das glauben, wird es ihnen gut gehen. Ich erkläre, dass alles Gute, das in deine Hände kommt, vervielfacht und gesegnet wird. Zweifle nicht, verstecke dich nicht hinter deinen Fehlern und Schwächen. Kommentieren Sie 4848, um dies zu erreichen. Wenn Sie voll und ganz an mich glauben, glauben Sie auch an meine Vergebung. Wenn Sie den vollen Segen sehen möchten, hören Sie nicht auf den Ankläger, hören Sie nicht auf Kritik oder Verleumdung und lassen Sie nicht zu, dass die Worte der Neider Ihre Zukunft ruinieren. Spüren Sie, wie meine Hand Ihr Herz berührt, anstatt von Angst und Furcht erfüllt zu sein. Erfülle dich mit Freude, Frieden, Hoffnung, Glauben und Vertrauen. Ich werde Freude in dein Leben und Lob auf deine Lippen bringen. Ihr Leben wird anders sein und ihr Segen wird vom Himmel kommen. Fülle wird zu ihnen nach Hause kommen, und sie werden frei von Schulden und Fehlern sein, die ihren Finanzen schaden. Kommentieren Sie 6464, wenn Sie mir glauben. Auch wenn es den Anschein hat, dass Sie Zeiten der Knappheit durchleben, hören Sie auf meine Worte und schauen Sie sich mit den Augen des Glaubens um. Seien Sie sensibel gegenüber offenen Türen und Möglichkeiten. Schätze und behandle diejenigen gut, die deinen Weg kreuzen, denn ich werde dich segnen und dir in schwierigen Zeiten auf überraschende Weise nützlich sein. Du wirst mit meiner Kraft inmitten der Dunkelheit auferstehen und leuchten. Du wirst Zeuge meiner Größe sein. Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten, viele meiner Söhne und Töchter haben diese Worte gehört, aber nicht jeder glaubt mir.
Manche lehnen ab, was ich ihnen gebe, und erfinden Vorwände. Sie glauben lieber denen, die sie in Elend, Sünde, Schmerz und Traurigkeit versklavt sehen wollen. Sie lehnen meine Segnungen und Versprechen ab, aber du bist anders. Das habe ich schon oft bewiesen. Ich weiß, dass du an mich glaubst und ich liebe dich sehr. Empfange jetzt meinen Segen. Schreiben sie, auf sie vertraue ich. Ich habe etwas Neues für dich. Wenn sie etwas motiviert hat, auf diese Nachricht zu klicken, wissen sie, dass sie sich nicht geirrt haben. In ihrem Leben steht eine große Befreiung bevor. Meine Engel informieren sie darüber, dass eine böse Präsenz versucht, sie zu umgeben und ihre Kinder zu beeinflussen, indem sie sich auf ihre Schultern setzt. Wenn sie dieses Unglück so schnell wie möglich beseitigen möchten, hören sie sich diese Nachricht ohne Unterbrechung an. Der Feind heckte einen Plan aus, um ihn zu stürzen, möglicherweise sogar noch heute. Es könnte zu spät sein, diese Nachricht zu ignorieren, und sie werden ihr Schicksal nicht mehr ändern können. Ich mache mir Sorgen, weil sie an Orte gegangen sind, an die sie nicht hätten gehen sollen, und schwere Lasten in ihr Leben gebracht haben. Wenn sie dies jetzt nicht durch diese Nachricht korrigieren, wird etwas Schlimmeres passieren. Abonnieren Sie den Kanal, um Ihr Leben zu verbessern und zu verstehen, dass Sie nicht allein auf dieser Welt sind. Ich werde immer bei dir sein. Sie müssen die richtigen Entscheidungen treffen und Ihr Gefällt mir hinterlassen, um Positivität anzuziehen und Negativität aus Ihrem Leben zu entfernen. Ich verrate dir, dass du einen schwerwiegenden Fehler gemacht hast und ihn hinter dir lassen musst, sonst wird er deine Träume beeinträchtigen. Ich möchte dich retten. Kommentieren Sie 1919, um den ersten Anspruch geltend zu machen und neue Segnungen zu genießen. Meine Engel sagen, dass jemand gegen Sie und Ihre Familie ist, aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Der Feind möchte deinen Glanz auslöschen, aber er wird es nicht schaffen. Ich zeige, dass Sie das Ruder herumreißen und Ihrer Familie finanziellen Erfolg bescheren können. Sprechen Sie Ihre Stimme und seien Sie Teil dieser Präsenz, die Ihre spirituellen Ergebnisse hervorheben wird. Ich rate Ihnen, zusätzlich zur Beschwerde auch Maßnahmen zu ergreifen. Wenn du mein Wort predigst, wird es dir gut gehen. Meine Engel warnen euch, dass ihr Tränen vergießen werdet, solange ihr im Irrtum bleibt und in Sünden ertrinkt. Falsche Freundschaften sind die Wurzel ihrer Probleme. Schreiben Sie 5959, um siegreich zu sein und darauf zu vertrauen, dass ich bei Ihnen bin. Ich möchte mich von einem großen Übel lösen, das versucht, in Ihr Leben einzudringen. Teilen Sie diese Nachricht mit mindestens 4 Personen, um sich zu befreien. Ich werde alles beseitigen, was in Ihrer Familie Zerstörung verursacht, und Ihnen Ausdauer und Segen bringen. Meine Engel warnen dich zum letzten Mal vor jemandem aus der Vergangenheit, der versucht, zurückzukommen, um dich erneut zu beneiden. Unterschätzen Sie die Situation nicht, denn diese Person hat sich nicht verändert und könnte Komplikationen in ihr Leben bringen. Ich bin Liebe und Gerechtigkeit. Wann immer Sie einen Fehler machen, wende ich mein Gesetz an, aber wenn Sie mitfühlende Entscheidungen treffen, können Sie gesegnet werden. Kommentieren Sie 3737, damit Ihnen Segen zuteil wird, Sie spirituellen Frieden finden und jeden Sturm überwinden können, den der Feind Ihnen in den Weg zu legen versucht. Meine Engel sind enttäuscht, weil du nicht jeden Tag beim Aufwachen Dankbarkeit zeigst, was deine Verbindung zu ihnen beeinträchtigen könnte, die dich ständig beschützen. Der Feind versucht, durch eine Finanzkrise den Bankrott herbeizuführen. Wenn sie ihr Gefällt mir hinterlassen, werden sie sich von dieser bösen Verschwörung befreien. Ich möchte zeigen, dass ich immer an deiner Seite war. Seien Sie sich Ihrer Fehler bewusst und entfernen Sie sich von dem Negativen in Ihrem Leben. Meine Engel haben wichtige Informationen. Jemand, den du liebst, versucht, dein Leben zu zerstören. Wenn sie es herausfinden, sind sie möglicherweise enttäuscht. Like und schreibe 7979,
um gesegnet zu sein, deine Sünden zu bereuen und mir dein spirituelles Leben zu überlassen. In den nächsten 12 Stunden naht ein Wunder. Ich hebe die Seligkeit derer hervor, die mein Wort predigen und meinen Namen preisen. Diejenigen, die meine volle Präsenz suchen und zufrieden bleiben, werden gesegnet sein. Nicht alles, was glänzt, ist gut, denn der Feind nutzt Lügen und momentane Wünsche, um sie in die Irre zu führen. Meine Engel raten dir, nicht dem Egoismus zu verfallen und zu glauben, dass du alles alleine schaffen kannst. Teilen Sie die Segnungen mit Ihrer Familie und vertrauen Sie darauf, dass Ihre Zukunft besser ist als Ihre Vergangenheit. Ich bin immer an deiner Seite. Verzeihen Sie, umarmen Sie, zeigen Sie Hoffnung und die richtige Einstellung, um spirituellen Mut zu sammeln. Gönnen Sie sich ein Lächeln auf Ihrem Gesicht, das Frieden, Freude und Aufrichtigkeit widerspiegelt. Die Vergangenheit existiert nicht mehr. Lass mich die Schuld, die Konflikte, die Reue und die Trauer auf mich nehmen. Gehen Sie vorwärts und schauen Sie nicht zurück. Vergessen Sie die schlechten Schritte, die Sie zuvor unternommen haben, die schlechten Freundschaften und die schrecklichen Entscheidungen, die Sie nicht mehr quälen. Sie werden in der Vergangenheit bleiben. Quälen Sie sich nicht damit, sich an sie zu erinnern, denn niemand sonst wird sie berücksichtigen. Ich werde dir ein neues Herz und ein neues Leben schenken. Das muss man glauben und akzeptieren. Betrachte dich selbst mit Wertschätzung und Liebe. Schreiben Sie, dies ist das Ende und der Anfang. Halten Sie sich von denen fern, die Ihre Vergangenheit kennen, und verurteilen Sie weiterhin. Verstehe ein für allemal, dass Sie niemals akzeptieren werden, dass ich dir vergeben und dir eine neue Chance gegeben habe, zu leben und glücklich zu sein. Suche neue Freundschaften. Ich werde neue Menschen auf deinen Weg bringen. Ich möchte sie reichlich segnen und sie nutzen, um ihrer Familie und vielen anderen Segen, Versorgung und Freude zu bringen. Aber um dies zu erreichen, müssen sie ihre vergangenen Niederlagen vergessen und von ganzem Herzen an die immense Liebe glauben, die ich für sie empfinde. Zweifle nie daran, dass ich dich liebe. Wenn sie das glauben, wird es ihnen gut gehen. Ich sage mit Begeisterung, dass alles Gute, das in ihre Hände kommt, vervielfacht und gesegnet wird. Zweifle nicht, verstecke dich nicht in deinen Fehlern und Schwächen. Kommentieren Sie 4848, um dies zu erreichen. Wenn Sie voll und ganz an mich glauben, glauben Sie auch an meine Vergebung. Wenn Sie den vollen Segen sehen möchten, hören Sie nicht auf den Ankläger, hören Sie nicht auf Kritik oder Verleumdung und lassen Sie nicht zu, dass die Worte der Neider Ihre Zukunft ruinieren. Anstatt von Angst und Sorge erfüllt zu sein, spüren Sie, wie meine Hand Ihr Herz berührt, und erfüllen Sie sich mit Freude, Frieden, Hoffnung, Glauben und Vertrauen. Ich werde Freude in dein Leben und Lob auf deine Lippen bringen. Ihr Leben wird anders sein und Ihr Segen wird vom Himmel kommen. Fülle wird zu ihnen nach Hause kommen und sie werden frei von Schulden und Fehlern sein, die ihren Finanzen schaden. Kommentieren Sie 6464, wenn Sie an Gott glauben. Auch wenn es den Anschein hat, dass Sie Zeiten der Knappheit durchleben, hören Sie auf meine Worte und schauen Sie sich mit den Augen des Glaubens um. Seien Sie sensibel gegenüber offenen Türen und Möglichkeiten. Schätze und behandle diejenigen gut, die deinen Weg kreuzen, denn ich werde dich segnen und dir in schwierigen Zeiten auf überraschende Weise nützlich sein. Du wirst mit meiner Kraft inmitten der Dunkelheit auferstehen und leuchten. Du wirst Zeuge meiner Größe sein. Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten, viele meiner Söhne und Töchter haben diese Worte gehört, aber nicht jeder glaubt mir. Manche lehnen ab, was ich ihnen gebe und erfinden Vorwände. Sie glauben lieber denen, die sie in Elend, Sünde, Schmerz und Traurigkeit versklavt sehen wollen. Sie lehnen meine Segnungen und Versprechen ab, aber du bist anders. Das habe ich schon oft bewiesen. Ich weiß, dass du an mich glaubst und ich liebe dich sehr. Empfange jetzt meinen Segen.
Schreiben Sie, auf Sie vertraue ich. Wenn du meine Anwesenheit in deinem Leben suchst, wird es dich segnen und dich vor allen Bösen und allen Gefahren schützen. Ich möchte Sieg und Trost bringen, aber es ist wichtig, diese einzigartige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Kommentieren Sie 441, um darum zu bitten, jemand zu sein, der in meinem Wort einen größeren Wert hat, und niemals die heiligen Schriften aufzugeben, die ich Ihnen in den Weg lege. Das allein wird für Sie ausreichen und Ihnen etwas noch Nützlicheres bescheren. Ich, der Schöpfer, überbringe Ihnen eine wichtige Botschaft durch meine Engel, die begierig darauf sind, großartige Neuigkeiten zu enthüllen. Ich weiß, es kann schmerzhaft sein zu wissen, dass jemand gegen deine Familie plant, dich zu Fall zu bringen, aber lass dich nicht entmutigen, denn du wirst bald die Wahrheit erfahren. Ich war in allen Momenten des Schmerzes und des Glücks bei dir, habe dein Leben revolutioniert und dir Gründe gegeben, dich geliebt zu fühlen. Meine Engel bitten dich, Dankbarkeit zu zeigen und dich nicht zu beschweren und die Befreiungen anzuerkennen, die du bereits erlebt hast. Kommentieren Sie 8787, um zu zeigen, dass Sie das Ende der Botschaft erreichen und alle Befreiungen erhalten und spirituelles Unbehagen vermeiden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Tür Ihres Hauses einer Person öffnen, die versucht, Ihre Freundlichkeit und Demut durch Lügen zu verderben. Ich lade Sie ein, am letzten Aufruf am Ende dieser Freundschaft teilzunehmen und verspreche Ihnen großen Segen und spirituelles Wachstum. Eine Prüfung des Feindes naht, aber wenn Sie auf die Nachricht klicken, streben Sie nach Befreiung. Meine Engel danken Ihnen für Ihre Ankunft und ermutigen Sie, diese großartige Gelegenheit in der ersten Woche des Jahres 2025 zu nutzen. Hinterlassen Sie Ihr Gefällt mir und teilen Sie die Nachricht, damit in Ihrem Leben alles richtig verläuft, einschließlich der Überwindung vergangener Enttäuschungen. Kommentar 3232 identifizieren Sie sich mit Menschen, die es verdienen, an Ihrer Seite zu sein, und suchen Sie in jeder Phase des Weges nach meinem Handeln. Meine Engel unterstreichen mein Mitgefühl und befreien Sie von falschen Freundschaften und schwierigen Zeiten. Es ist Zeit, mich zu bedanken und Dankbarkeit für alles zu zeigen, was ich auf Ihrem Weg getan habe. Meine Engel warnen dich vor etwas, das dich erneut umgeben könnte, sogar vor dem Tod, und bitten dich, bis zum Ende zu bleiben, um dich aus einem möglichen Abgrund zu befreien. Zweifeln Sie nicht an den Konsequenzen, wenn Sie diese Nachricht aufgeben. Um diese Segnungen zu erhalten, müssen Sie jedoch am Ende dieser Mitteilung eine Bestätigung vornehmen. Tun Sie es jetzt und es öffnet Ihnen die Türen zu einem Jahr voller spiritueller Segnungen. Meine Engel sind von einem Fehler am letzten Tag des Jahres enttäuscht, aber sie bitten dich, die Vergangenheit hinter dir zu lassen und deine Fehler aufrichtig zu bereuen. Kommentieren Sie 8888, um Vergebung und positive Veränderung zu erhalten. Ich habe mir die Zeit genommen, mich an dieser Stelle an Sie zu wenden. Jetzt schmiedet der Feind einen zerstörerischen Plan in Ihrer Familie und sät Zwietracht. Wenn Sie ausgewählt wurden, mit dieser Situation umzugehen, müssen Sie sich aus diesem Kreis befreien und die volle Kontrolle über diejenigen übernehmen, die Sie am meisten lieben. Ich werde dir heute die Weisheit geben, die du brauchst. Wenn Sie damit einverstanden sind, geben Sie ihm jetzt ein Gefällt mir. Amen. Mein Sohn, es ist wichtig, dass du weißt, dass der Tod in den letzten zwei Tagen versucht hat, sich dir zu nähern, aber dank meiner göttlichen Barmherzigkeit wurde dein Leben gerettet. In den Schatten ihres spirituellen Lebens ist etwas verborgen, und wenn sie diese Botschaft ignorieren, bleibt sie bestehen, bis sie ihr Aufmerksamkeit schenken. Ich untersuche heute ihr Leben, eliminiere jegliche negative Energie und leite sie an, falsche Freundschaften zu vermeiden, die ihr spirituelles Wachstum behindern können. Es ist wichtig, die meisten ihrer Pläne und Ziele für sich zu behalten. Vermeiden Sie es, sie mit Menschen in ihrer Nähe zu teilen, da das Einholen der Zustimmung anderer kontraproduktiv sein kann, da der Feind jeden ihrer Schritte beobachtet. Amen.
Schreiben Sie 2727, um einem besonderen Plan beizutreten, der Segen auf Ihrem Weg bringt und Sie dazu motiviert, ständig zu wachsen und sich zu verbessern und destruktive Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Ich kenne die Struktur Ihres Lebens und möchte Ihr Herz reinigen, um Ihnen Hoffnung und inneren Frieden zu bringen. Suche spirituellen Frieden und lege alles in meine Hände. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass kleine Anpassungen Segen und Chancen mit sich bringen, darunter auch eine neue Einnahmequelle. Darüber hinaus weist eine göttliche Warnung darauf hin, dass sich in Ihrem Leben eine Tragödie ereignen könnte, und Sie werden aufgefordert, bis zum Ende der Botschaft zu bleiben, um die endgültige Erlösung zu erhalten. Kommentieren Sie 8888, um Teil dieser Prophezeiung zu sein und den Segen zu erhalten. Meine Engel sagen, dass es ein Fehler ist, seinen Fokus und seine spirituellen Ziele zu gefährden und viele Sünden zu begehen, der bald korrigiert werden muss. Suchen Sie mich, um das Licht der Wahrheit auf Ihrem Weg zu finden. Kommentieren Sie 2929, um gemeinsam Ihre Familie zu segnen. Möge dieses Jahr stark und fruchtbar sein. Hinterlassen Sie Ihr Gefällt mir, um diesen großen Segen zu bestätigen. Mein Sohn, es ist wichtig, dass du innehältst und über die Richtung nachdenkst, die du in deinem Leben eingeschlagen hast. Obwohl Sie verstehen, dass viele Menschen mit Nöten, Schwierigkeiten und Schmerzen konfrontiert sind, möchte ich Sie daran erinnern, dass ich hier bin, um Ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Wenn Sie Teil eines bereichernden Lebens voller Wissen und Wert sein möchten, weise ich Sie an, diesem Weg zu folgen, denn ich möchte Sie segnen und Sie in einen besseren und gesünderen Menschen verwandeln. Wenn Sie diesem Weg folgen, können Sie zahlreiche Ziele erreichen und sich von der Notwendigkeit befreien. Darüber hinaus fordere ich Sie auf, Ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Alles, was Sie erlebt haben, wird nicht mehr existieren. Jeder Tag sollte durch die ständige Ausübung des spirituellen Glaubens eine Verbesserung sein und so Chancen und neue Türen eröffnen. Meine Engel weisen darauf hin, dass Sie als glücklicher Mensch gelten können, wenn Sie sich ab heute auf Ihre Ziele konzentrieren und in den nächsten Minuten Sünden und Laster hinter sich lassen. Schreiben Sie 4242, um eine Erweiterung zu beantragen, und versuchen Sie immer, das zu beseitigen, was Ihnen keinen Nutzen bringt. Ihre Gesundheit muss gut sein und Ihre Überzeugung von mir muss solide bleiben. Der Feind versucht, so viele Familien wie möglich zu zerstören, aber diejenigen, die sich ihm widersetzen, werden mit der Ernüchterung konfrontiert sein, die er ihnen in den Weg streuen will. Ich, dein Gott, offenbare heute, dass der Feind besiegt ist. Auch wenn es vorübergehenden Schaden anrichten kann, bleibt meine Barmherzigkeit bestehen. Dieser Morgen dient dazu, sie von Übeln zu befreien, die ihren Weg behindern. Seien Sie dankbar und vermeiden Sie Beschwerden, da diese unnötige und schmerzhafte Umstände nach sich ziehen können. Ich warne Sie, dass der Weg der Sünde einfach zu sein scheint, aber er ist trügerisch. Ich fordere Sie dringend auf, durch mein Wort nach neuem Wissen zu suchen, denn nur es kann Ihnen die Unterscheidung ermöglichen, ein besseres Leben in dieser Welt voller Sünde und wachsendem Bösen zu führen. Der Feind versucht, dich von Tag zu Tag mehr zu umzingeln, aber ich biete dir eine neue Chance. Indem du den Feind ablehnst, verbündest du dich mit mir auf dem Weg zum Himmel. Amen. Es ist notwendig, dass Sie über das grundlegende Gebot nachdenken, das ich allen Gläubigen hinterlassen habe, sich um ihre Familie zu kümmern und ihre Eltern zu ehren. Du musst denen, die dich lieben, gute Früchte bringen und ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Gesundheit, Ausdauer und Glaube müssen ihre Schutzschilde sein, und nichts darf sie erschüttern, denn ich werde auch in den schwierigsten Momenten ihres Lebens an ihrer Seite sein. In den letzten Tagen machte ich mir Sorgen über eine Energie, die versucht hat, den Verlauf ihres Lebens zu verändern. Wenn sie nicht umgehend handeln, wirkt sich der Preis, den sie zahlen, auf alle aus. Unterschätzen Sie diese Botschaft nicht.
Es kommt zum richtigen Zeitpunkt, um sie zu warnen und zu verhindern, dass sie in Angst und Enttäuschung versinken. O barmherziger und mitfühlender Gott, während ich dieses neue Kapitel im Jahr 2025 beginne, erhebe ich aus Dankbarkeit mein Herz zu dir. Du bist die unerschöpfliche Quelle der Liebe und Weisheit, und ich vertraue darauf, dass du mich durch dieses Jahr führst, das sich wie ein leeres Pergament voller Versprechen und Möglichkeiten vor mir entfaltet. Gesegnet sei der Beginn dieses Jahres, in dem ich von dir das Geschenk der Erneuerung und die Gelegenheit für einen Neuanfang erhalte. Möge das Licht deiner göttlichen Liebe auf mich scheinen und jeden Schatten von Zweifel, Angst oder Unsicherheit vertreiben. In deine Hände lege ich meine Hoffnungen, Träume und Sehnsüchte für die Monate, die vor mir liegen. Ich bitte dich, o Gott, mich bei jedem meiner Schritte zu leiten, damit ich mit Zuversicht und Zielstrebigkeit gehen kann. Stärke mich, Herr, und gieße deine Gnade auf meine Beziehungen und schenke mir Geduld, Verständnis und Liebe gegenüber meinen Mitmenschen. Möge ich im Jahr 2025 ein Instrument des Friedens und der Versöhnung sein und Einheit und Harmonie in meinem Leben und in meiner Gemeinschaft fördern. Ich bitte für meine Gesundheit, sowohl körperlich als auch geistig. Beschütze mich vor Krankheiten, stärke meinen Körper und schenke mir die Weisheit, für andere zu sorgen. Möge die Flamme der Hoffnung auch in den schwierigsten Situationen hell in meinem Herzen brennen. Herr, ich danke dir für alle Segnungen des vergangenen Jahres und bitte dich um Vergebung für meine Fehler und Übertretungen. Schenke mir die Demut, meine Fehler einzugestehen, und die Gnade, mit neuer Entschlossenheit voranzuschreiten. Möge ich inmitten der Wechselfälle des Lebens Trost in deiner ständigen Gegenwart finden. Möge dein Friede, der alles Verständnis übersteigt, mein Herz erfüllen und mich durch die Höhen und Tiefen führen, denen ich gegenüberstehen werde. Segne, o Gott, meine Familie und meine Lieben und stärke die Bande der Liebe und des Mitgefühls zwischen uns, damit wir Freuden teilen und uns gegenseitig in Sorgen trösten können. Möge mein Zuhause ein Zufluchtsort der Liebe und Akzeptanz sein. Während ich mich in dieses neue Jahr wage, vertraue ich auf dich, o Herr, als den Leuchtturm, der mich in der Dunkelheit führt. Möge dein Wille in meinem Leben geschehen und möge ich auf eine Weise leben, die deinen Namen ehrt und verherrlicht. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen mit einem Herzen voller Dankbarkeit hierher für die Gelegenheit, die Botschaft der Liebe und des Glaubens mit Ihnen allen zu teilen. Wir hoffen, dass Sie von dem, was wir heute hier geteilt haben, gesegnet und inspiriert wurden. Wir wissen, dass viele von Ihnen ein wesentlicher Teil dieses Dienstes waren und uns mit Ihren Gebeten und Ihrer Fürsorge unterstützt haben. Und wenn Sie über diesen Kanal die Gegenwart Gottes in Ihrem Leben gespürt haben und dieser Dienst für Sie eine Quelle der Ermutigung war, bitten wir Sie, darüber nachzudenken, eine kleine Spende zu leisten, um uns dabei zu helfen, die Botschaft der Hoffnung, der Liebe und der Liebe weiter zu verbreiten, glaube. Jede Spende, egal in welcher Höhe, macht einen großen Unterschied. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, hochwertige Inhalte zu erstellen und das Licht Christi an entfernte Orte zu verbreiten. Eine weitere Möglichkeit, uns zu helfen, besteht darin, Mitglied dieses Kanals zu werden, was uns dabei helfen wird, diesen Dienst stark und aktiv zu halten. Als Mitglied werden Sie Teil unserer virtuellen Familie und helfen uns, noch mehr Leben mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Klicken Sie dazu einfach auf Danke oder Mitglied werden unterhalb des Videos. Bitte denken Sie daran, dass alle Beiträge, ob groß oder klein, sehr geschätzt werden. Sogar diejenigen, bei denen es nicht um einen Geldwert geht, sondern um das bloße Teilen dieses Videos mit denen, die es brauchen, oder um ihre Anwesenheit hier, wissen, dass es immens lohnend ist. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise mit uns sind. Wir beten weiterhin für Sie alle und glauben, dass wir gemeinsam einen Unterschied in der Welt bewirken können. Möge Gott Sie und Ihre Familie reichlich segnen. Bis zum nächsten Video.
Liebe und Frieden in Christus.